Who the fuck ist Julian Zietlow? Werden sich einige von euch denken, und vor 2 Wochen hatte ich genau die gleiche Frage, als mir Leute ständig geschrieben haben, dass ich doch ein Video über Julian Zietlows Drogenexzesse machen soll. Jetzt, wo ich den Fall angeschaut habe, weiß ich, warum die Leute ein Video dazu wollen. Zum einen hat Julian ein paar richtig crazy Aktionen gebracht. It's impossible! Und zum anderen gibt es dann noch Medienberichte, wo einfach irgendwelche Lügen erfunden werden. Je mehr ich in den Fall einsteige, desto interessanter finde ich ihn und desto eher will ich ein Video dazu machen, weil ich finde, dass ein Großteil der Kommentare oder Videoanalysen über seine Drogenexzesse sehr fehlerhaft sind, weil sie zu wenig Ahnung von Drogen haben. Ich habe sogar für dieses Video mit dem Mann gesprochen, der angeblich für den Untergang von Julian verantwortlich ist, der ihn in die Drogensekte gebracht hat. Ich habe sogar seinen OnlyFans abonniert, um euch wirklich die komplette Story zu berichten. Ich sehe bei dem Fall teilweise Parallelen zu meinem Leben. Julian Zietlow wurde bekannt als Fitness-Influencer. Er hatte diverse Fitnessprogramme wie das 10-Wochen-Programm. Außerdem war er der Gründer der erfolgreichen Nahrungsergänzungsmittelfirma Rocker Nutrition. Er war verheiratet mit Alina Schulte. Diese ist auch Fitness-Influencer und hatte eine entscheidende Rolle im Rocker-Unternehmen. Die beiden haben 2 Kinder und auf Social Media schien es so, als hätten sie so das perfekte Leben. Eine Traumhochzeit, tolle Beziehung, beide mit perfektem Body, viel Kohle, schöne Urlaubs. Zeitsprung. Wenn man den Berichten der Medien glaubt, ist Julian jetzt einer Drogensekte beigetreten, hat seine Frau und Kinder verlassen, um mit seiner neuen Freundin Kate einen OnlyFans aufzumachen und Drogentrips auf Instagram zu posten. Er hat durch Drogen basically seinen Verstand verloren. Obwohl da wahre Sachen dabei sind, finde ich es krass, wie das dann alle direkt 1:1 so übernehmen wegen einem Artikel von der Bild. Ich dachte mir schon beim Lesen so, safe ist das mit der Sekte Bullshit. Und da braucht es minimal Recherche, um herauszufinden, dass es da keine Sekte gibt. Weder eine Drogensekte noch eine Sexsekte. Wie kommt man aber darauf, dass er in einer Sekte beigetreten ist? Weil er mit Ferdinand Beck aka Vegans befreundet ist, welcher sehr einen Typ namens Bashar feiert. Dieser Bashar behauptet, dass er irgendwie ein Alien ist oder die Weisheiten von einem Alien channelt. Das mag für manche etwas crazy klingen, aber nur weil man diesen Typ feiert, ist man noch lange nicht in einer Sekte. Der am häufigsten von Bashar zitierte Spruch lautet "Follow your highest excitement". Dieser Spruch scheint in letzter Zeit auch für Julian ein entscheidender Lebensweiser zu sein. Er erwähnt den Spruch in Podcasts oder schreibt ihn unter Instagram-Posts, aber bedeutet das überhaupt, dass Julian dann ein Bashar-Anbeter ist? Ich habe hierzu Ferdinand Beck, der Julian in diese nicht existierende Sekte getrieben haben soll. Julian höre ich immer nur sowas sagen wie "Follow the highest excitement". Oder weißt du, ob er sich jetzt da irgendwie so 24/7 so, ah ja, schauen wir, was Bashar dazu sagt, oder feiert er einfach nur diesen Satz? Er feiert hauptsächlich diesen Satz, beziehungsweise die Formel dahinter, weil das ist ja nur ein Satz. Und Bashar resoniert jetzt mit ihm, aber nicht so mega, also nicht so wie mit mir. Die Message, die resoniert halt sehr mit Julian und vielen anderen. Aber jetzt Bashar selber nicht wirklich, sondern eher das Gegenteil. Also nicht das Gegenteil, aber ja. Er meinte eben auch, dass er gar nicht davon überzeugt ist, dass Bashar ein Alien ist, aber die Message resoniert halt übelst. Und das ist halt, was Bashar auch immer sagt, so scheißegal, ob ich ein Alien bin oder nicht, aber resoniert hier die Message. Also es ist nicht nur so, dass Julian nicht in irgendeiner Sekte ist, Julian feiert diesen Bashar scheinbar nicht mal so, sondern nur diesen Spruch. Ich bin mal gespannt, ob YouTuber, die sich zum Fall Julian Zietlow geäußert haben, auch auf dieses Video reagieren werden, damit sie sehen, dass halt all diese Berichte komplett übertrieben sind. Auf meinem Zweitkabal Open Mind Trompete gibt es, by the way, das komplette Interview mit Ferdi. Da diskutieren wir auch über den Satz "Follow your highest excitement". In dem Gespräch versuche ich zu argumentieren, inwiefern der Satz einen zu fragwürdigen Entscheidungen führen kann. Da muss ich sagen, dass ich da auch so ein bisschen kritisch bin, weil ich finde, so dieser Satz, so, der ist so ein bisschen so wischiwaschi, so dass man dann immer, also quasi, was heißt es konkret? Weil ich glaube, viele Leute hören diesen Satz und dann treffen sie dumme Entscheidungen, weil dieser Satz sehr unklar ist. Gleichzeitig kann ich dieser Einstellung aber auch viel Positives abgewinnen. Wenn ich so überlege, bin ich schon sehr häufig in meinem Leben dem Highest Excitement gefolgt. Und mir fällt sogar kein Beispiel ein, wo ich meinem Highest Excitement gefolgt bin, wo ich es bereue, aber
Ich habe jetzt auch keine Kinder oder sowas. Falls hier irgendwelche Streamer auf das Video reagieren, beantwortet mal die Frage, wie häufig ihr eurem Highest Excitement gefolgt seid. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr das auch häufig in eurem Leben gemacht habt, ohne dass ihr diesen Satz kanntet und dass das dann auch meistens gute Entscheidungen waren. Und wie häufig haben sich Entscheidungen, wo ihr nicht eurem Herzen gefolgt seid, nur deswegen gelohnt, weil ihr dadurch lernen konntet, dass das nicht das Richtige für euch war. Ich will da auch in den Kommentaren ein paar geile Lebensstories zu dem Thema hören. Prinzipiell finde ich es also gut, die Message zu pushen, seinem Herzen zu folgen und nicht dem, was die Gesellschaft einem vorschreibt, was ja im Grunde das gleiche ist wie Follow Your Highest Excitement. Aber man müsste halt mehr auf die negativen Seiten eingehen und er macht das auf eine so extreme Weise, dass er bei vielen nicht resoniert. Kommen wir nun zu den Punkten, die wahr sind und viele kritisch sehen, die ich aber etwas nuancierter sehe. Kommen wir als erstes zu den Drogen. Viele bemängeln, dass er seinen Konsum im Internet postet. Hey, wer seinen Drogenkonsum nicht im Internet postet, wer für den ersten Stein? Besonders häufig wird dieser Post hier angesprochen, wo die Caption ist: Ich bin Gott. Leute, die halt null in dem Thema drin sind, werten das als Größenwahnsinn oder Verrücktheit, aber damit hat das nichts zu tun. Was mit der Aussage eigentlich gemeint ist, wird sehr gut in dem Video Das Ei von Kurzgesagt erklärt. Wow, sagtest du ungläubig. Ich bin ein Gott? Ich kann mich auch erinnern, dass Leute vor meinem ersten LSD-Trip zu mir gesagt haben, auf LSD erkennt man, dass man Gott ist. Und ich so, laber nicht, ich bin Atheist. Aber hier ist halt nicht der typische Bibelgott gemeint. Einerseits ist die Aussage, wenn man ein bisschen nicht mehr drin ist, nicht so verrückt, wie manche denken. Andererseits sollte es Julian klar gewesen sein, wie die meisten Leute diesen Satz verstehen werden, wo man sich dann zurecht fragen kann, warum er denn unbedingt so viele Leute provozieren will. Wenn es ihm beispielsweise primär darum geht, dass Leute anfangen, über solche Konzepte nachzudenken, dann hätte er beispielsweise einfach das Video von Kurzgesagt verlinken können. Willst du mit mir Drogen nehmen? Viele tun so, als wäre Julian hier zu einem Junkie mutiert, aber Junkie-Vibes hat das für mich ganz und gar nicht. Junkie bedeutet für mich, wenn man auf dem Weg dahin ist, irgendwie obdachlos zu werden. Überwiegend scheint Julian Psychedelika zu nehmen, was ja Drogen sind, die zwar so gut wie kein Abhängigkeitspotenzial haben, aber es könnte schon sein, dass er da zurzeit zu viel nimmt. Was habe ich alles gemacht? Mushrooms, LSD. Ich habe Cambo gemacht, ja, da bist du nur am Scheißen und am Kotzen. Ich habe ein Retreat gemacht, es ging 7 Tage. Ayahuasca, San Pedro, Ayahuasca, San Pedro, Iboga, Ayahuasca. Iboga geht 48 Stunden lang. MDMA hatte ich bis vor kurzem noch ein großes Judgment. Ich habe das vielleicht in meinem Leben 6 Mal genommen. Kate und ich haben gestern eine Bufo-Zeremonie gemacht, auch als 5-Meo-DMT bekannt, auch bekannt als das Gott-Molekül. Aber schwierig, das zu beurteilen. Psychedelika haben schon das Potenzial, die Persönlichkeit von Menschen zu verändern, sowohl positiv als auch negativ, aber ich denke nicht, dass sein jetziges Verhalten nur auf Drogen zurückzuführen ist. Julians Handlungen werden zu einem großen Teil vermutlich auch durch ein Freiheitshai bestimmt. Sein vorheriges Leben schien zwar von außen wie ein Traumleben, aber es hat ihn scheinbar nicht erfüllt und er hat sich sehr unfrei gefühlt. Und jetzt lebt er gerade den Kontrast dazu, aber ich könnte mir vorstellen, dass er in ein paar Jahren zurückblicken wird und sagen wird, dass er dann einfach zu sehr das andere Extrem gelebt hat. Vor einigen Tagen hat er auch gepostet, dass ihm jemand gesagt hat, dass er eine bipolare Störung haben könnte. Auch natürlich unmöglich von der Ferne zu beurteilen, aber diese ganzen scheinbar impulsiven Aktionen würden schon in die Diagnose passen. Julian ist jetzt sehr offen mit seiner Sexualität. Er hat einen OnlyFans, wo er sehr expliziten Content teilt und in seinem Podcast For Junkies redet er darüber, wie er seine neue Freundin Kate gerimmt hat und wie er Rimming jedem empfiehlt. Lick her ass. Speak after me. Lick my ass. Viele finden das nicht gut. Hier sehe ich irgendwie auch eine Parallele zu mir. Ich habe in vielen Videos oder Livestreams auch schon unzählige intime Details zu meinem Sexleben geshared.
In meinem Antidepressiva-Video laufe ich sogar nackt auf Drogen im Hotelzimmer rum, während ich einen sexuellen Fetisch von mir erläutere. Da fanden auch viele meiner Zuschauer, dass das too much war, was ich auch irgendwie nachvollziehen kann. Gewissermaßen war es schon too much, aber andererseits fühle ich es auch irgendwie voll offen zu sein. Der eine Teil von mir denkt sich, viele wollen so einen verrückten Scheiß nicht sehen und denken, dass ich den Verstand und meinen Weg verloren habe. Und das trifft mich schon, weil ich nicht will, dass die Leute denken, dass ich vom guten Weg abgekommen bin. Ich bin keiner, dem es egal ist, was andere Leute von mir denken. Aber es ist halt auch einfach was Befreiendes, so komplett schamlos zu sein. Und ich glaube, viele Leute sind zu verschlossen und denen würde so ein bisschen mehr hemmungslose Offenheit guttun. Und einige haben mir dann auch geschrieben, dass sie genau diese Offenheit beneiden. Manche assoziieren so Sextalk auch mit so pubertären Verhalten. Ja, ist jetzt nicht der einzige Bereich in meinem Leben, wo ich das Mindset von einem 15-Jährigen habe. Also keine Ahnung, ich find's gut, dass ich noch in vielerlei Hinsicht noch so kindisch geblieben bin. OnlyFans würde ich jetzt nicht machen, aber ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich so kurz gedacht habe, dass es witzig wäre, ein Porno hochzuladen, aber davon bin ich inzwischen voll weg. Aber wenn er das fühlt, sehe ich da jetzt kein Problem drin. Doch was genau postet er auf OnlyFans? Ich habe sein OnlyFans abonniert, um euch berichten zu können, dass der bis jetzt expliziteste Content ein Foto ist, wie er Kates Pussy leckt. Ansonsten sieht man ihn und Kate häufiger nackt. In einem Video leckt er ihre Titten, aber so richtige Pornos gibt es da nicht. Ich will mein Geld zurück. Auf Instagram soll er aber auch kurzzeitig sehr explizite Bilder gepostet haben, was angeblich zweimal zu der Löschung seines Accounts geführt hat. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass sein Account nie gelöscht wurde, sondern dass er ihn absichtlich zwischenzeitlich auf inaktiv gestellt hat, um einen gewissen Hype zu generieren. Es war zumindest sehr sus, dass er gelöscht wurde und dann direkt wieder da war. Gestern hat er auch angekündigt, um 18 Uhr die ganze Wahrheit zu droppen. Kurz nach 18 Uhr war dann auch wieder sein Instagram-Account und sein YouTube-Account weg, was für mich halt wieder zu sehr nach Aufmerksamkeit und Provokation um jeden Preis schreit. Außer, wenn die Accounts jetzt gelöscht bleiben, aber ich bezweifle es. Natürlich ist bei all dem am wichtigsten, dass seine Kinder nicht mit dem Content konfrontiert werden. Kommen wir zu dem Punkt, wo die Kritik am gerechtfertigsten scheint. Julian hat ja überspitzt ausgedrückt, seine Frau und Kinder verlassen, um in Thailand mit seiner neuen Freundin Kate Drogen zu nehmen und sich selbst zu finden. Es kann natürlich sein, dass es hier noch ein paar Details gibt, die das Ganze etwas weniger komisch aussehen lassen, die Julian noch nicht öffentlich kommuniziert hat, aber das kann ich jetzt natürlich nicht wissen. Ich habe Julian auch nach einem Interview gefragt. Der hat meine Anfrage geherzt, aber eine direkte Zusage habe ich noch nicht. Von außen wirkt es halt fragwürdig, wenn Julian Drogenposts raushaut, während seine Frau Posts raushaut, wie es den Kindern schlecht geht und sie bald ins Krankenhaus müssen. Lilly hatte heute einen Arzt hier. Es wurde so schlimm, dass sie jetzt entweder, also das klären die gerade ab, eine starke Bronchitis hat oder eine Lungenentzündung. Genau, jetzt waren wir nämlich ganz schnell in der Apotheke noch, bevor die alle zumachen. Und sonst, ja, wenn es nicht besser wird oder sogar schlimmer, müssen wir jetzt morgen eine Notaufnahme haben, wie gesagt. Es ist ja eine Sache, sich von seiner Frau zu trennen. Leute machen das die ganze Zeit. Was aber besonders weird an dem Fall ist, ist, dass es etliche Aufnahmen kurz vor der Trennung gibt, wo er sagt, dass es mit seiner Frau zurzeit besser als je zuvor läuft. Ich hatte letztens eine Session, Mann, wo die mir meine größten Ängste vor Augen geführt hat. Meine größte Angst ist, meine Frau zu enttäuschen. Die Partnerschaft betrifft, wir sind seit 18 Jahren zusammen, fast 18 Jahre, und führen mittlerweile, würde ich sagen, die innigste Partnerschaft, die wir je hatten. Das ist jetzt auf so einer unfassbaren Liebe beruhend. Ja, so war das dann auch zum Beispiel, wo ich zu dir gegangen bin, ja, bei der ersten Experience dachte ich so, okay, was ist denn jetzt? Ferdi hat mir irgendwie gesagt, das geht dann ins Unterbewusstsein, das wird irgendwie dieses und jenes. Ich hoffe nicht, dass rauskommt, dass ich meine Frau nicht liebe oder so. Davor habe ich echt Schiss gehabt. So. Mhm. Ich dachte mir so, ey, das kann jetzt bitte nicht rauskommen. Aber ich habe es ja trotzdem gemacht, ja, und da wurde mir dann klar, und es ist jedes Mal so, oh, wie ich die liebe. Mhm. Ja, es ist einfach viel krasser geworden. So. Ich liebe die so sehr. Es wirkt da schon so, als würde er es zu 100% ernst meinen. Wie kann es so schnell eine 180-Grad-Wendung geben? Klar, Leute ändern auch ihre Meinung, aber wenn es so ein krasser Flip ist, klingt das für mich nach einer
psychisch ungesunden Wandlungen. Wenn ich mir so denke, als ich mich damals nach 8 Jahren Beziehung von meiner ersten Freundin getrennt habe, habe ich über ein Jahr gebraucht, um das zu verarbeiten. Das war eine sehr harte, depressive Zeit und er hat nach einer 18 Jahre Beziehung direkt eine neue. Irgendwas ist da, worüber er später mit seinem Therapeuten reden wird. Aber vielleicht liege ich auch komplett falsch und er ist emotional so viel stabiler als ich, dass er da so schnell was mit einer neuen anfangen kann. Irgendwann hatte Julian in seinem Profil stehen, dass er 30 bis 40 Mal fremdgegangen ist, woraus man schließen könnte, dass er früher nie der war, der er vorgab zu sein. Und auch sehr bemerkenswert finde ich diesen Podcast-Ausschnitt, wo er schon Drogen genommen hat, aber noch mit seiner Frau zusammen war und noch deutlich gemäßigt erschien. Es ist mir zu viel Verantwortung. Es ist mir einfach zu viel Verantwortung. Dann habe ich gemerkt, oh fuck, ich mache dasselbe wie, wie Leute meiner Familie. So, weißt du, ich gehe aus der Verantwortung raus, weil ich mich dem nicht gewachsen fühle. Hat er dann doch diese Flucht begangen, vor der er sich selbst noch gewarnt hat? Begibt er sich jetzt zu sehr mit Leuten, deren Lifestyle eine Art toxischen Hedonismus beinhaltet? Kann sein. Gehen wir nochmal konkret auf seine Kinder ein. Viele schreiben sowas wie, ah, der ist ein LSD-Junkie, dem sollte das Sorgerecht entzogen werden, was halt aus meiner Sicht Quatsch ist. Man kann Psychedelika nehmen und ein guter Vater sein. Am Anfang schreiben halt noch alle so, wie kannst du nur deine Kinder verlassen? Und dann ist er scheinbar zu seinen Kindern hin und dann alle so, der ist eine Gefahr für seine Kinder, lass ihn nicht zu den Kindern. Entscheidet euch, Leute. Bitte nicht falsch verstehen, ich sage es nicht, dass ich es gut fand, dass er für längere Zeit seine Kinder verlassen hat. Und es ist gut möglich, dass er jetzt noch zu wenig für seine Kinder da ist. Das ist halt schwierig von außen zu beurteilen. Aber wenn er sich dazu entscheidet, viel für seine Kinder da zu sein, dann ist das aus meiner Sicht eine gute Sache. Von seinen Postings her wirkt es aber so, als würde gerade sein Spaß wichtiger sein als seine Kinder. Natürlich kann man auch argumentieren, dass wenn er jetzt durch diese Erfahrungen ein glücklicherer, besserer Mensch wird, er vielleicht langfristig ein besserer Vater sein kann. Ich meine nicht, dass ich nicht meinem Excitement folge. Ich meine, dass man du hast ein anderes Verantwortungsdenken. Das heißt, was ist Verantwortung? Du kannst nur Verantwortung für dich selber übernehmen. Du kannst für niemand anderen. Auf jeden Fall für deine Kinder. Obwohl Julian zurzeit ultra hart kritisiert wird, ist sein Hype größer als je zuvor. Zieht euch mal den Graphen von seiner Followerschaft an. In den letzten 30 Tagen hat er auf Instagram über 70.000 neue Follower generiert. Also basically sagen alle, boah, wie schlimm, was da passiert. Wann kommt der nächste Post, damit ich sagen kann, wie schlimm das ist, was da gerade passiert? Die Reaktionen von den Menschen ist fast genauso interessant wie die Story selbst. Leute vermuten bei ihren Beurteilungen so viele Dinge, von denen sie keine Ahnung haben. Unter eines meiner letzten Videos wurde auch öfter sowas gepostet wie, dass ich das Video nur gemacht habe, um meine Ex zu triggern, obwohl die halt null Ahnung haben, was ich zu ihr für ein Verhältnis habe. Wenn sie es wüssten, wüssten sie, wie weit sie mit ihren Spekulationen daneben liegen. Und vielleicht bin ich auch nicht viel besser, weil ich in diesem Video hier auch viele Spekulationen getroffen habe, obwohl ich eigentlich so keine Ahnung habe. Ferdi aka V-Gains bekommt wegen der ganzen Sache auch voll viel Hate ab. Er mag aus der Sicht von vielen ein paar verrückte Ansichten haben, aber an sich ist das voll der liebe, korrekte Dude. Und man tut jetzt so, als hätte Ferdi irgendwie Julian gesagt, dass er jetzt einer Sekte beitreten soll und seine Frau und Kinder verlassen. Eine interessante Wendung ist, dass immer mehr Leute ihre Meinung zu der Sache ändern und den Lifestyle von Julian feiern. Folgenden Post habe ich zum Beispiel sehr gefeiert. Das Kitzel, das Kitzel. Wenn du so nach oben gehst. Motti, weißt du eigentlich, wer Bashar ist? Nee. Ja, dann darf ich dir jetzt mal was erzählen. Das war halt so 10 von 10 Trolling, weil er weiß halt, dass diese Bashar-Kult-Geschichte absoluter Bullshit ist und hat halt dann in dem Video so getan, als würde er da jetzt auch seine Kinder mit in die Bashar-Sekte treiben. Die von T-Online schlucken den Bait und schreiben einen Artikel und spekulieren, obwohl es sowas von offensichtlich ein Troll-Move war. Wegen solchen Artikeln bin ich in diesem Video übrigens auf keine von Zeitungen geschriebene Zitate eingegangen, weil ich denen in diesem Fall nicht traue. Zusammenfassend kann ich sagen, einige Sachen wirken von außen schon etwas fragwürdig, aber ich habe letztendlich keine Ahnung. Ich hoffe, es ist weniger der hedonistische Ego-Trip, nach dem es von außen aussieht. Ich hoffe, du sorgst dich gut um deine Kinder, Julian. Ich hoffe, du gehst einen Weg, der langfristig sowohl dich als auch deine Familie maximal bereichert.
Lass mal eine Runde Dimethyltryptamin zusammennehmen und darüber quatschen.